No, English, no. Chinese, Japanese, Chinese, ni hao. Salut zusammen! Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video hier aus Luzern. Hinter der Kamera steht der Luca, er ist unten verlinkt und jetzt geht's direkt los. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Wie heisst du? Luciano. Freut mich sehr, ich bin der Lionel. Ich bin extra von Basel nach Luzern gekommen, zum Bits. Oh je, jetzt habe ich mich schon unbeliebt gemacht, oder? Nein, sicher nicht. Ich bin extra von Basel nach Luzern gekommen, um Bits mehr über das wunderschöne Luzern herauszufinden. Und meine erste Frage ist, ihr seid ja Innerschweizer. Was sind denn wir nicht Innerschweizer für euch? Ausserschweizer oder Ausländer oder was genau? Zweite Klasse. Zweite Klasse? Ja. Dürfen wir im Bus vorne sitzen oder nur hinten? Nein, vorne, ja, hinten hocken die Coolen, genau. Aha, okay. Basler halt, mit dem Dialekt erkennt man sie am besten, oder? Ja, und der Zürcher ist einfach ein Zürcher, oder? Ja, genau. Die okay. Einen sind ein bisschen sympathischer, die anderen weniger. Gehöre ich zu den Sympathischen, oder ja, nicht? Selbstverständlich, ja. Wer gehört denn zu den Unsympathischen? Ja, unterlassen wir an dieser Stelle, oder? Ja, eigentlich schon. Ausser die sind von Zürich, dann ist es so ein bisschen... Ich bin von Basel. Das geht. Okay. Was wäre jetzt passiert, wenn ich von Zürich gekommen wäre? Keine Ahnung, die reden einfach so komisch. Keine Ahnung, so, vielleicht eher Bauern, ich weiß auch nicht, weil wir haben auch nicht so viel Erfahrung mit euch. Wir sind speziell. Wie speziell? Also, wie drückt sich das aus? Weiß nicht. Ich finde es schon speziell, wenn man sich speziell nennt und dann nicht weiss, warum. Ich bin Basler, Fußball bekannt einfach. Und ja, sie sind einfach Schweizer. Bekannt, aber nicht beliebt? Es geht so, kommt immer ein bisschen drauf an. Der Fußball ist schon so, das macht uns einfach unbeliebt in der ganzen Schweiz, das ist schrecklich. Bitte führt den Satz für mich zu Ende. Als Basler in Luzern sollte man FCL-Fan sein. Ja, aber wenn man ein bisschen Erfolg haben will, ist man doch nicht ein bisschen an der falschen Adresse. Nein, FCL ist das Beste. Basel bleiben. Als Basler in Luzern sollte man zu Basel bleiben. Ach, das ist die berühmte Innerschweizer Gastfreundschaft. Endlich habe ich sie entdeckt. Mal ist 59 ins Bier gehen. 59 oder was? Nein, nicht unbedingt. Sehenswürdigkeit und so. Was ist sehenswürdig? Die Brücke ist halt einfach langsam normal geworden, aber es ist halt einfach schon schön, wie sie halt auch verbrannt ist. Also nicht schön, wie sie verbrannt ist, sondern halt einfach zum sehen, wie sie das erneuert haben und so. Also ich bin auch wieder heim. Oh, das kommt nicht gut, glaubst du mir. Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Die Schweiz? 7 Millionen. Ein bisschen über 8, aber nicht schlecht. Warte kurz. Nein! So, nein. Was macht nein, komm, nein, Alter, das ist gemein. Du bist blöd. Nein, der googelt es jetzt. Da sieht man sehr gut, mit was für Mühe heutzutage das Interviewen von Leuten verbunden ist. Da hat mich nämlich eine Gruppe erkannt, ist sofort abgehauen und ich natürlich hinterher, quer durch die ganze Stadt Luzern. Schlussendlich haben wir sie leider nicht mehr verwünscht, aber es ist trotzdem mal ein schöner Einblick hinter die Kulissen. Wie viele Babys sind 2015 schätzungsweise in der Schweiz geboren worden? Ein paar Tausende. 5000? Nein. 5000? Nein, mehr. 2. Million? 1 Million. Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich weniger. Ich weiß es nicht. 500.000. 332.000. 650.000. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Where are you from? China. Nehmen Sie Jungle Ren, ma? Ja. Nehmen Sie Nali Ren? Beijing. Beijing Ren? Ja. Hao. Genau! Welche Schweizer Kantone fangen mit dem Buchstaben G an? Ah. Glarus. Gibt's Genf? Ja, Genf. Ja. Was heißt so für Kantone? Ich habe keine Ahnung. Genf. Graubünden. Glarus. Scheiße, Mann, das ist richtig gut. Welche mit L? Lausanne, Luzern. Luzern, Lausanne, sorry. Boah, L. Ja, Luzern. Luzern. Richtig. Das ist jetzt aber lang gegangen irgendwie. Luzern. Lausanne. Lausanne. Luzern. Zweitletzte Frage. Wie wird sich die Schweiz in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Keine Ahnung. Bleibt gleich. Das ganze Asylzeug wird wahrscheinlich weitergehen. Gras legalisieren. Das würdest du begrüßen? Keine Ahnung. Vielleicht schon, ja. Ich auch. Und du? Kommen wir nicht so drauf an mit dem Gras jetzt gerade, aber... Du doch nicht! Nein. Also sicher viele Ausländer, denke ich mal. Dass zu viele Einwanderer in der Schweiz sind, momentan. Und ja, ich weiss nicht, Platz, Job... Viele Leute brauchen einen Job, aber es sind zu wenig Stellen offen. Wer wird Schweizer Meister so in den nächsten paar Jahren? Ja, Luzern. Welche Botschaft habt ihr an uns nicht in der Schweizer, also welche Botschaft habt ihr an uns Zweitklass-Schweizer?
Jetzt sind wir da und könnt ihr uns mal abschauen, wie wir das so machen. Und, und aufsteigen quasi? Genau, ein bisschen Notizbuch schreiben, okay. Filmen und dann kommt es gut. Weiter so Fußball spielen. Kommen in die Stadt Luzern, schönste Stadt der Schweiz. Wir sind sehr freundliche Leute hier. Yep. Wir nehmen auch jeden auf hier in Luzern und sind nicht so arrogant wie vielleicht andere Kantone, sondern wir sind eigentlich recht freundlich und ja. An welchen Kanton denken wir? Ja, Zürich ist schon ein bisschen arrogant, Zürich. Gell? Für eins. Ja, bleibt so cool wie ihr seid. Oh, danke, das hört man gerne. Das gebe ich zurück, danke vielmals. Merci.